herzlich willkommen hier bei Stuttgart 21. Wir befinden uns hier in der Halle des zukünftigen Durchgangsbahnhofs und heute schauen wir uns mal einen Baufortschritt an. Von den 28 Kelchstützen sind 24 bereits betoniert. Heute haben wir mal ein besonderes Thema, nämlich die Trogwände, wie wir sie nennen. Die Herstellung der Trogwand-Fertigteile hat uns der Frank Rolle ja im früheren Film schon mal erklärt. Und heute schauen wir mal, wie wir die montieren. Mein Name ist Wolfgang Esser, ich bin Bauingenieur und Bauüberwacher hier bei Stuttgart 21. Hier bei Stuttgart 21 werden diese runden organischen Formen von den Kelchstützen, also das heißt den Restkelchen, den Mittelkelchen, den Randkelchen, auch in den Wänden fortgesetzt. Dazu werden die Trogwände, die hier im Moment noch vertikal sind, mit diesen gekrümmten Fertigteilen verkleidet. Des Weiteren sehen wir hier hinter mir, dass hinter dem gekrümmten Fertigteil, das vor die Wand gestellt wird, ein Hohlraum entsteht. Der wird dann für die Haustechnik und Elektroinstallation genutzt. Bei dem Projekt kann man sagen, gibt es eigentlich nur eine Kante und das ist die Bahnsteigkante. Alles andere ist organisch, rund, gekrümmt. Die gekrümmten Trogwandfertigteile werden mittels Tieflader hier in die Bahnhofshalle angeliefert und zwischengelagert. Der Kran nimmt das Fertigteil auf und stellt es in das Drehgestell. Dort wird das Fertigteil dann um 90 Grad gedreht, dass es quasi auf dem Rücken liegt. Somit kann der Kran das Teil dann aufnehmen und in seine vertikale Position bringen, die annähernd schon der späteren Einbauposition entspricht. Hier sieht man, wie der Schutz für die empfindlichen Sichtbetonkanten angebracht wird. Der Kran nimmt das Teil jetzt auf und mittels Kettenzügen wird es in seine spätere Einbauposition gedreht. Sobald das Fertigteil schwebt, wird es mittels der orangen Kettenzüge in seine annähernd vertikale Lage gebracht und der Kran schwenkt das Teil rein in Richtung Versetzwagen. Sobald das Fertigteil am Versetzwagen fixiert ist, fährt dieser auf Schienen runter in die Einbauposition, das sieht man hier relativ gut hinter mir, und dort wird dann mittels den Hydraulikzylindern das Teil millimetergenau platziert. Das beauftragte Bauunternehmen hat diesen Spezialwagen in seiner Arbeitsvorbereitung in seinem Konstruktionsbüro entwickelt, speziell für die Aufgabe, diese bis zu 12 Tonnen schweren Fertigteile zu platzieren. Das ist eigentlich das Spannende am Ingenieursberuf, dass man täglich vor neuen Herausforderungen steht. Und wenn dann das Ergebnis so super funktioniert wie hier, dann ist das ein Erfolg für alle Beteiligten. Also muss ich auch mal ein Kompliment an die Bauunternehmung machen. Wenn das Teil an seinem Einbauort angekommen ist, wird es mittels dieser Hydraulikeinheit millimetergenau platziert. Wir steuern hier vier Hydraulikzylinder, die sämtliche Freiheitsgrade erlauben von dem Fertigteil. Sehen, wie die Fertigteile, wenn sie dann mal in ihrer Endlage sind, temporär verschraubt werden und das Ganze dann mit Schweißnähten noch fixiert wird. Später kommt hier noch ein Artbetonkern davor. Ja, mittlerweile haben wir bereits 112 von den insgesamt 482 Teilen versetzt. Das geht mittlerweile recht leicht von der Hand, oder wie wir Schwaben sagen, das geht wie das Brezelbacken.